Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video. Mit dabei ist wieder Konstantin. Was Moin. Geht? Moin und schreibt alle Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Ja, Konstantin, Du hast heute dein erstes Date. Freunde, ihr habt das gestrige Video gesehen. Ihr wisst es, Anton ist aktuell immer noch krank. Deswegen ist Konstantin heute nochmal mit dabei. Und wir haben gestern gesehen, du hast einfach mal heute ein Date mit einer Perle. Und weißt du, wo wir hier sind? Wir sind tatsächlich bei Raid, bei meinem Lieblingsfriseur. Und dort müssen wir jetzt einmal deine Haare fresh machen und noch einige andere richtig krasse Sachen machen, damit du perfekt vorbereitet bist. Ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal beide unsere Haare schneiden, oder? Ja, auf geht's. Du musst dann aber sagen, wie du deine Haare haben willst. Ich will Seitense 4. 4? Wie? Hä? Mach ich mal Seiten auf 0. Auf 0, ja. Ja. Hi, was geht? Hallo, Freunde, wir sind hier bei Raid, beziehungsweise, wie heißt du? Alan, das ist ein Freund von Alan. Also kommt ihr gerne vorbei, ist in Bremen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Und du setzt dich jetzt einmal hin und dann, wenn deine Haare... Nee, ich setz mich nicht hin. Ich muss erstmal meine Jacke aufhängen. Das stimmt. Kriegst du es hin? Nö. Okay, also du willst Seiten auf 0, ne? Ja. Seiten auf 0 und oben ein bisschen fresh einfach. Du hast ja gesagt, so wie meine Haare, oder? Ja, und die gleichen Augen. Was, die gleichen Augen? Oh, okay, Freunde, also wir machen einfach Konstantin 1:1 wie mich, oder? Ja. Okay, auf geht's. Wenn du Pech hast, dann werden deine Haare auch noch blau. Nein! Oder pink? Dann mach nein! Auf gar keinen Fall. Dann machen wir deine Haare lila. Lila? Oh, ich hoffe, meine Haare werden heute nicht lila. Na gut, Freunde, ich würde sagen, Konstantin wird jetzt ein bisschen vorbereitet. Gucken wir mal, wie er danach aussieht. So, Konstantin, du wolltest noch irgendwas, dass das gemacht wird. Ja, kannst du mir bitte Neidzeichen an die Seite machen? Ja, sehr hier gerne. Auf die rechte. Neidzeichen. Boah, du musst, also ich bin ehrlich, es sieht richtig fresh aus. Mashallah. Ja, aber sieht krass aus, muss ich sagen. Und was sagst du? Das ist krass. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Muss ja. Ich Anton gleich zeigen. Ja, das stimmt. Kevin, aber ich habe jetzt meine Haare bekommen und jetzt musst du auch noch machen. Jetzt musst du Glatze machen. Na, nein, Glatze nicht. Glatze nicht. Du musst jetzt irgendwie ein bisschen oben noch, wie ich, und an Seiten für deine Freundin Maybris. Und noch Nike rein. Okay, Nike zeige ich, gucke ich mal, aber ich mache jetzt auch meine Haare. Aber Nike tat ein bisschen weh. Aber sieht krass aus. Ja. Kevin, deine Haare sind krass geworden. Guck. Alter. Du siehst aus wie das neue Ei. Also, Freunde, kommt alle hier gerne bei Raid vorbei. Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Zeig mal dein Nike-Zeichen. Boah. Okay, jetzt müssen wir weiter. Wir müssen dich weiter vorbereiten. Stimmt, ich wollte gerade Tschüss sagen. So, Konstantin, wir sind am nächsten Laden. Ja. Und du hast dir schon überlegt, was wir hier holen, richtig? Lego-Blumen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und du suchst sie, oder? Ja. Auf geht's. Konstantin, warum denn eigentlich Lego-Blumen? Das hast du mir doch als Tipp gegeben. Die hast du doch deiner Freundin auch schon mal geschenkt. Stimmt. Ja, okay, dann suchen wir die mal, oder? Ja, ab zu Schmiedtoys. Okay, Konstantin, hast du schon irgendwas entdeckt? Ja. Hier. Oh, guck mal, da sind die doch. Aber das ist nicht die von vorne. Das ist nicht das, was du suchst? Nee. Was suchst du? Ich glaube, die gibt es dann nur da vorne. Oh, warte mal. Lass uns einmal kurz gucken, was das hier überhaupt ist. Also hier sind irgendwie so getrocknete Blumen. Dann sind die... Du musst ja überlegen. Also ich verrate dir mal nicht, welche ich Maybrit geschenkt habe. Du musst ja jetzt entscheiden, was du dem Mädchen schenkst. Findest du die schön? Mm, geht so. Geht so? Okay, also wolltest du vorne noch mal gucken? Weil da waren ja auch noch welche, ne? Ja, da war die einzelne. Die ist ganz gut. Okay, ich glaube nämlich, da vorne hatte Konstantin auch noch eine gesehen. Die gucken wir uns auch noch mal eben kurz an. Weißt du, welche? Du ganz oben. Hä, war die ausverkauft? Die war doch eben noch da. Die möchtest du? Die Orchidee? Die war eben noch da. Stimmt. Okay, also soll ich dir die einmal geben? Ja. Freunde, übrigens, das ist ab 18, aber ich werde das natürlich auch kaufen und ich werde die auch am Ende aufbauen. Aber überreichen müsst du die. Ja. Oder willst du, also musst du jetzt entscheiden, willst du die oder die Orchidee? Ist die Entscheidung schon getroffen? Ich glaube, Mädchen finden das richtig cool. Glaubst du? Ja. Okay, dann auf zur Kasse, oder? Ja. Okay, Konstantin, deine Lego-Blumen sind doch schon ganz cool, oder? Ja, aber Kevin, dazu fehlt noch was. Und was? Eine richtige Blume. Was willst du denn holen? Hast du schon eine Idee? Ich möchte ihr eine rote Rose schenken, weil das ist ja nicht echt. Aber ist auch schon cool. Aber dann holen wir dir noch eine rote Rose, ja? Ja. So, Konstantin, wo sind wir jetzt gerade? Warum sind wir bei Rossmann? Weil ich jetzt Deo brauche und Parfüm. Ah, willst du richtig gut riechen für deine Perle? Ja, ich brauche so richtig gutes Deo, wo man so richtig krass riecht. Okay, dann würde ich sagen, du gehst vor und suchst eins aus, ja? Okay, Freunde. Hoffentlich kann man daran auch riechen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was Konstantin hier für ein Deo auswählt. Konstantin, hast du eigentlich schon mal Deo gekauft? Nö. Nö? Okay, das ist aber der Game Changer, sage ich dir. Glaubst du, sowas ist gut? Ist das Nagellack? Nee, das ist so Sachen, also das ist so Lippenstift. Kevin, bist du doof? Bist du komplett?
Lost? Ich brauch doch keinen Lippenstift. Ach so, ah ja, stimmt. Stimmt, wir wollten dir Deo holen. Ja, ich dachte mir, ich werf einfach mal so ein paar Sachen in den Raum. Vielleicht findest du irgendwas cool. Ah, guck mal da. Oh, da musst du aber erstmal riechen, welches hier gut riecht. Willst du das mal riechen? Mach mal auf deine Hand drauf. Ja, du musst das entscheiden, das ist dein Date. Das ist von Karl Lagerfeld. Mach mal hier drauf. Guck mal, sprüh mal hier drauf. Ja, riech mal. Ja, das ist gut. Ist es krass? Warte mal, ich riech auch mal. Ist das von Rammstein? Das ist einfach so ein Totenkopf, guck mal. Tiger. Ja, ich warte, nee. Willst du so einen Totenkopf haben? Mach das mal hier drauf, den Totenkopf. Das ist gut. Kevin, das ist richtig krass, der Totenkopf. Lass kaufen, komm. Ja? Welcher ist denn das? Police? Ja. Camouflage, den willst du haben. Ja, warte kurz. Einmal musst du nochmal da. Nochmal einen probieren. Ja, probier den nochmal. Tom Taylor, mach mal hier drauf. Warte. Bam. Boah, das ist gut. Ist besser als der Totenkopf. Riech mal. Boah, das ist auch krass. Musst du sagen. Willst ja, das du, ist willst gut. Willst du einen Totenkopf? Das gut hier. Also das hier einmal. Warte mal, dann nehmen hier wir... Hier ist doch. Nee, das ist nur der Tester. Den musst du da stehen lassen. Wir nehmen dann einmal das hier mit. Ja, ab zur Kasse hier. Aber du brauchst doch noch Deo, hast du gesagt. Wo ist Deo? Ich weiß wo, irgendwo. Das Haarstyling. Das ist Kerzen. Konstantin, komm mal mit. Hast du? Willst du nicht auch einen Snack für deine Perle mitnehmen? Das sind Babysnacks. Bist du komplett lost? Apfel mit Banane und Hirse. Das ist eine Suppe, das ist Mousse. Das Essen ist minus Dreijährige. Für minus Dreijährige? Ja. Ach so, ich kann echt noch viel von dir lernen. Ach, das ist hier ab dem 6. Monat. Kevin, du bist verrückt, ich hol jetzt Deo. Okay, dann holen wir jetzt mal Deo. Schokokookies. Einfach Schokokookies? Die sind fürs doch ein Date? Snack, ja. Willst du davon einen? Ja. Welchen willst du? Da. Okay, Schokokookies Bio. Ist es wichtig, mag deine Perle Bio-Sachen? Nee, die mag Schoko. Die mag Schoko? Ja. Wer mag denn keinen Schoko? Du? Ich mag auch Schoko. Oder wollt ihr hier vielleicht so ein... Komm mal hierher, guck mal. Ein Wein? So ein Wein. Kevin, ich bin 10. Bist du völlig lost? Oh, ach so, stimmt. Ich vergesse immer, du bist ja noch nicht so alt wie ich. So. Powerade. Einfach Powerade. 2 Flaschen. Willst du 2 Flaschen mitnehmen? Ja. Okay. Aber Powerade ist ab 10, oder? Bist du komplett lost? Aber ich habe eine bessere Idee, Konstantin. Lass uns doch Prime mitnehmen von irgendwo. Beim Candyladen. Ja, das ist eine gute Idee. Boah, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Was wäre... Ja? Das ist doch Deo. Wieso bist du bei den Haargummis? Dann kannst du ihr so eine Haarspange schenken. Nein, dann Deo oder gar nichts. Okay, und welches Deo ist gut? Kennst du dich damit? Ah nee, du kennst dich damit nicht aus. Ich hätte gesagt, du machst einfach Augen zu und greifst rein. Hast du eins? Warte, Augen zu und ich greif rein. Genau, warte, ja. Sag mal, welches ist das? Arx Black Frozen. Hast du schon mal gerochen? Das Duschgel kenne ich auch, mag ich. Okay. Kevin, ich hab alles. Wir gehen jetzt zur Kasse, komm. Okay. Wie viel musst du jetzt bezahlen? Ich muss gar nichts bezahlen, du bezahlst alles. Ach so. Wie viel bekommen sie? 14 Euro. Alles auf deinen Nacken. Muss ich mal schauen, ey. Ich hoffe, ich habe hier noch... Du musst jetzt mal die Daumen drücken. Du darfst sogar bezahlen. Ja. Jetzt hast du sogar deine Sachen selber gekauft. Ja. 6 Euro. Jetzt hast du noch 5 Euro, um das Date weiter vorzubereiten. Und einen Bon. Konstantin, warum sind wir vor einem Ballonladen? Weil ich gesehen habe bei TikTok, dass man bei einem Date immer Ballons mitnehmen muss. Ach, ist das so ein Tipp oder was? Ja. Hat das so ein Date-Profi gesagt? Ja, der hat so 50 Frauen gleichzeitig. Okay, und der hat gesagt, Ballon ist gut. Ja. Okay, auf geht's. Dann musst du mal nach einer Beratung fragen. Oder hast du schon eine konkrete Idee? Ich hab einen. Hast. Oh, guck mal. Warte mal, was ist mit dem da vorne? Dieser I love you? Den willst du direkt nehmen. Mhm. Okay, dann musst du es einmal sagen. Einmal den I love you Ballon. Der ist für mein erstes Date. Du hast schon ein erstes Date. Bist aber früh dran, mein Freund, wa? Aber früh übst dich. Dann hänge ich dir den an den Kopf. Mir? Aber das musst du doch der Dame an den Kopf hängen. Ja. Aber nachher fliegt die weg, wenn du den dran machst. Ja, ist doch cool. So. 15,64 für das erste Date, bitte. Kevin bezahlt. Ich darf gar nichts bezahlen. Ich bin noch zu jung. So einen Kevin, sag mal. Kann man den ausleihen? Nee. Ich habe auch so ein paar Wünsche. Der kostet Kevin, zu viel. Der kostet 1 Million Euro. So teuer bin ich? Ja. Ich dachte, der ist unbezahlbar. Oh. Der kostet unendlich. Dafür musst du jetzt noch ein paar Ballons mehr aussuchen. Kevin, zahlt ja. Wir haben noch tolle Masken. Vielleicht ein paar. Ja. Dann müssen wir einmal gucken. Warte, ich nehme eine Horrormaske. Aber das ist keine gute Idee fürs erste Date. Ich will die hier. Die?
Aber keine Maske von Squid Game. Aber oder, nee, eine Hackermaske. Oder nimm doch die, da steht Kiss Me drauf. Doch, die Nein, nehmen wir, das ist super. Nein, die sieht ekelhaft aus. Nein. Die sieht aus wie du. Hey, gar nicht. Guck. Okay, der größte Vergleich ist, dass sie so aussieht wie du. Deswegen will ich... Also du willst die hier, aber die sieht doch nicht viel netter aus. Doch, die sieht ultra nett aus. Und guck. Die willst du bei deinem... Ja, guck, wie nett die aussieht. Die sieht ultra nett aus. Oder ich setze die hier auf, die ist besser. Konstantin, ich bin dafür. Ich glaube, du musst die hier aufsetzen. Da steht Kiss Me drauf. Setz sie mal auf, wir müssen das mal einmal testen. So, setz sie mal auf. Nimm. Ich setze mal deine Cap auf, wir tauschen mal einmal. Das ist super. Die nehmen wir. Geh mal damit zur Kasse und sag, die möchtest du haben. Ey, die möchte ich haben. Also ich finde die auch gut. Ich meine, da steht doch sogar schon Kiss Me drauf. Ja, besser geht's doch gar nicht. So, Konstantin, ja? Guck mal, dein Ballon ist fertig. Konstantin, wo sind wir jetzt? Bei H&M. Und? Stimmt, wir sind bei H&M. Ich und will bauen jetzt das. Willst du das Outfit da ja, haben? Also dann mit sehe ich so krass aus. Mit so einer braunen Hose, weiße Schuhe, ja. So ein Hemd und so eine coole Jacke. Ja, und Käppi rückwärts. Und Käppi rückwärts. Wusstest du was? Käppi rückwärts, dann bist du immer automatisch schneller. Wusstest du das? Ja, und ich bin Gangster. Das stimmt. Kevin, ich habe was gefunden. Guck mal hier. Alter. Und dann brauche ich noch so eine Jacke. Alter. Dann sehe ich aus wie ein Präsident. Konstantin, ich schwöre, wenn du Präsident wirst, ich wähle dich. Ich glaube, das musst du gleich einmal anprobieren. Freunde, guckt euch das mal an. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. 134, ich komme zu Papa. Das muss ich gleich anziehen. Halt mal. Ja, ja, das ist ja, krass. Ja, ja. Okay, dann zieh die zwei Sachen erstmal an, oder? Hätte okay. ich gesagt? Okay, komm. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier noch so eine passende Hose für Konstantin rausgesucht. Wo ist Konstantin? Konstantin? Seine Sachen hängen hier noch. Aber wo ist er hin? Oh mein Gott. Okay, ey, ich habe dir eine Hose rausgesucht. Danke. Okay, dann nehmen wir die ganzen Sachen einmal. Nimm du die mal. Das hol wird deine Jacke. Richtig teuer. Bestimmt 100 Euro. Bezahlst du? Nee, du. Oh, okay. Immer du. Immer ich? Ich nie. Aber ist doch dein Date. Ich bezahle trotzdem nicht. Okay, da vorne ist Anprobe. Probieren wir es mal einmal an. Wo? Ne? Rechts. Also, da hängen deine Sachen. Was müssen wir jetzt machen? Du musst sie anziehen. Du musst einmal schnipsen und dann bin ich angezogen. Soll ich machen? Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Aber es kann sein, dass es ein bisschen ruckelt, wenn in, also dazwischen, okay? Ja, egal. 3, 2, 1. Alter! Konstantin! Ja. Ey, das sieht ultra krass aus. Ich ja, mein, außer mit der Schleife, das habe ich nicht so hinbekommen. Also deine Krawatte, die, das ja. müssen wir nochmal üben, aber ich kann das auch nicht. Ich sehe irgendwie ein bisschen aus wie ein Präsident und schreibt alle Hashtag Konstantin Präsident in die Kommentare. Genau, Freunde, schreibt alle mal in die Kommentare. Hashtag Konstantin sieht aus wie ein kleiner Präsident, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, die Sachen müssen wir unbedingt mitnehmen. Ja. Oder? Die sehen ja. krass aus. Warte mal, lass mal so Outfit-Check. Guck mal im Spiegel. Das ist krass, oder? Jo, ich sehe aus wie ein Gangster. Das stimmt. Okay, ich würde sagen, die Sachen nehmen wir mit. Ja. Und dann müssen wir nochmal weiter einkaufen, weil wir brauchen noch mehr Sachen. Stimmt. Wir brauchen noch eine wir Rose. Wir haben die ganze Zeit Rose vergessen. Wir müssen eine Rose kaufen. Wie doof sind wir denn? Und wir brauchen noch Süßigkeiten, Takis. Oh. So, Konstantin, die letzten zwei Vorbereitungspunkte fürs Date. Ja. Warum sind wir jetzt gerade bei Candy Palace? Weil ich brauche ganz viel Takis. Das ist das Gute, weil das habe ich auf TikTok gesehen. Man braucht Takis und Prime und Schokobons Crispy. Das ist richtig gut, weil dann bekommt man 100 Frauen auf einmal. Mögen das Mädchen? Okay, dann würde ich sagen, du gehst jetzt einfach mal vor. So, dann erzähl jetzt einfach mal, was brauchst du jetzt alles? Jetzt brauche ich. Willst du nicht erstmal einmal Alper Hallo sagen? Ah, stimmt. Hi, Alper. Hi, Konstantin. Gib die hier. Die willst will du? Ich. Die willst du? Gib mal. Ja, pack halt. Ich, ja, okay. Du Packesel. Ey! Jetzt gib große Tüte. Du musst doch selber ankommen. Nein, gib jetzt. Du bist doch, du hast doch jetzt heute erstes Date. Dann musst du da gib auch an. Du! Du bist doch hier der Große. Okay. Kannst du die überhaupt tragen? Die sind so ja, groß natürlich. Wie du. Natürlich! Die sind so groß wie du. Guck, neben deinem Kopf sind die immer noch größer. Ja, okay, gutes Argument. So, was brauchen wir noch? Prime. Prime, weil. Prime. Kannst du noch mal erklären, warum weil Prime? Baum. Ach so, also Prime ist für dich oder Prime ist für die Dame? Für mich. Alles für mich. Okay. Kevin, wir brauchen auch bestimmt noch was, was pink ist. Ja genau, du hast jetzt zwei Snacks. Einmal Takis für euch, dann Schokobons für euch, ein Getränk für dich und jetzt brauchst du noch was für vielleicht sie. Vielleicht Calypso. Ist das gut? Ja, vielleicht. Kostet doch. Nee, das ist das musst du dann dein Date fragen, wie sie es gefunden hat. Was okay. ist denn das eigentlich für ein Geschmack? Zeig mal. Triple Melonen Limonade. Ja doch, so Triple Melon Lemonade, das wird die bestimmt
bestimmt mögen. Okay, du hältst. Okay, dann bringen wir es einmal zur Kasse. Du kannst dann noch mal Alper fragen, ob das gute Sachen sind. Ist das, mal, sind das gute Sachen für Dates? Lass mal sehen. Wow, für Dates? Also damit kriegst du jede rum. Ich sag dir das, ne? Kriegst du jede rum. Takis. Da muss irgendwas falsch laufen erstmal, damit man Takis ist, glaube ich. Calypso hast du auch. Sehr gut. Zum Nachspülen sehr, sehr gut geeignet. Immer dolle schütteln, weil da unten sind. Vor allem, das ist ja auch pink. Richtig. Ha? Und Prime für die lange Nacht, wa? Ich will noch so ein Lolli. Oh, der ist aber ein bisschen groß. Nein, warte, ich muss den mal neben deinen Kopf halten. Doch, der ist so groß wie dein Kopf. Guck, der ist größer als du. Ich glaube, den Lolli lassen wir mal lieber hier. Das wirst du, weil das ein Ei am Stiel ist. Hey, okay, also. Das wirst du sein, wenn du mir das nicht kaufst. Dann hängst du am Stiel. Oha. Jetzt bitte einmal das alles haben. Alles zum Mitnehmen. Ja, und er muss bezahlen, weil er Ei ist. Oh, schon wieder? Es ist jedes Mal das gleiche, Alp. Ob ich mit Konstantin hier bin, ob ich mit Anton hier bin. Immer du, nie ich, nie Anton. Aber hast du jetzt eigentlich mal Alper gefragt, ob das seiner Meinung nach etwas, ob das passt fürs Date, aber noch dir was empfehlen würde? Ich denke schon, also damit machst du nichts falsch. Okay. Stell dir mal vor, deine Perle fragt, ob sie davon was haben will. Teilst du? Dann gebe ich eine Bombe. Alper? Das ist für sie. Also sagst du, das wenn... Das ist für mich, gib her. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen ein Gespräch drüber führen. Ne? Das, also wenn sie dich fragt, dann musst du ihr davon auch was abgeben. Dann muss sie bei dir das Prime mitnehmen, bei mir darf nicht. Das ist mein Special Prime. Dann, ja, nehmen wir einmal das auch. Alles bitte einmal mit Alper. Dann machen wir das. Wir sind am letzten Ort angekommen. Ja. Was holen wir jetzt hier? Eine rote Rose, auf jeden Fall. Oder irgendwas Passendes, weil, Freunde, ja, es ist schon relativ spät. Und der Blumenladen, wo wir eigentlich hin wollten, der hat schon zu. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier irgendwie noch mal was finden. Also, ich habe schon welche gesehen. Hast du schon welche gesehen? Oh, guck mal da vorne. Guck mal da. Die hier. Boah, die könnte man mitnehmen. Oder die. Boah, ist ja dein Date. Du musst das entscheiden. Die hier. Ich glaube, hier vorne gibt es sonst auch noch welche. Da ist eine einzelne. Hallo, Ei. Da ist gibt's eine da einzelne. Eine einzelne? Das sind mehrere. Dann du kannst sonst doch auch diesen Rosenstrauß nehmen oder das da. Guck mal, das sieht doch ganz cool aus. Ja, komm. Willst du das nehmen? 10 Euro kostet. Ja, ja guck, halt 10 mal, Euro. Halt mal eine Hand. Guck, habe ich halt doch das mal gesagt. So runter. Wir müssen einmal testen, ob das gut aussieht. Ist gut, oder? Ja. Dann gehen wir damit zur Kasse und bezahlen. Ich habe doch gesagt, das kostet 10 Euro. Steht auch drauf, 10 Euro. Junge, du bist einfach Hacker, ich sag's dir. Ja, ich kann dein Leben hacken. Okay, dann müssen wir einmal da vorne zur Kasse und bezahlen. Ich habe gehört, du bezahlst jetzt diesmal? Nein. Echt nicht? Warte, ich hack dein Geld her. Oh, hast du jetzt Geld bekommen? Ja. Aber die Kasse ist zu. Wir müssen uns da vorne anstellen. So, Konstantin, wir sind jetzt zu Hause. Hinter dir sind deine ganzen Sachen, die wir gekauft haben. Wir haben hier die Blumen, die Maske, Deo, Parfum, hier dein Präsidentenoutfit. Du hast Cookies vergessen. Cookies, sorry. Deine Tüte Prime mit Oreos und Calypso-Getränk und deine Blumen. Und warum haben wir es jetzt hier alles aufgebaut? Weil ich mache gleich ein Probedate, weil ich darf das Mädchen bestimmt nicht filmen, weil ich glaube, die Eltern erlauben das nicht. Okay, soll ich mal gucken, ob ich irgendjemanden finde fürs Probedate? Ja. Weil ich habe da schon eine Idee. Maybrit, ich glaube, du hast gerade kurz mitgehört, oder? Ja. Siehst du diesen jungen Mann, der da vorne sitzt? Hallo. Wir haben ihn heute vorbereitet. Ich habe schon gehört, aber Konstantin ist ganz verzweifelt. Ja. So, ich würde sagen, Konstantin, du machst das Ganze einfach mal mit meiner Freundin Maybrit und ihr übt das Ganze jetzt einmal, damit du Bescheid weißt, was du bei deinem richtigen Date machen musst. Ja. Aber als allererstes würde ich sagen, Präsidentenuniform. Siehst du dich einmal eben kurz um, okay? Okay, tschüss. Alter, Konstantin, du siehst ultra krass aus. Dreh dich mal. Aber ich glaube, ich bin dir ehrlich, ich würde, glaube ich, die Maske lieber doch weglassen. Weil alleine, weil deine Frisur heute so fresh aussieht mit deinem Nike-Zeichen. Also, das ist wirklich eine 10 von 10. Jetzt komm mal einmal her. Maybrit, du musst einmal eben kurz weghören, ja? Weißt du, was du jetzt gleich machst? Du gehst jetzt erstmal zu ihr hin und sagst, guck mal, ich habe dir Blumen mitgebracht, okay? Mhm. Ich werde dann immer ein paar Tipps geben. Ich gebe ihr jetzt das Mikrofon, ich bin dein Backup, okay? Kriegen wir es hin? Ich bin dein Security. Ich geb dir Rücken, okay? Weil du bist ja der Präsident. Okay, Konstantin, bist du bereit? Ja, guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Oh, hallöchen, Konstantin, das ist ja toll. Das sind ja sogar rote Rosen. Ja. Extra für dich. Hast du die extra ausgesucht? Ja. Oh, die sind aber toll geworden. Jetzt gehst du wieder zu deinen Sachen und sagst du so, jetzt bringst du die anderen Blumen und sagst du, das habe ich auch noch für dich, das baue ich dir noch auf. Ach, die Lego-Blumen. Genau. Guck mal, ich habe noch was für dich, weil du so gerne Orchideen magst und das baue ich dir auf. Die sind ja toll. Dadurch, dass die aus Lego sind, verblühen die ja nicht mal. Das heißt, ich habe ab jetzt immer etwas von dir. Ja. Das ist toll, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt nimmst du den Luftballon. Oh, warte mal. Konstantin, komm mal mit.
Stimmt, wir haben Deo vergessen. Und das sprühst du dir jetzt so an deinen Hals, muss das ran. Genau. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Oh, super. Okay, machst du das mal wieder zu. Und jetzt nimmst du mal das Deo. Ich mache es einfach mal so ein bisschen von der Entfernung. Weil, Freunde, das Ding ist, Konstantin hat ja seine ganzen Sachen schon an. Einfach nur so ein bisschen. Augen zu. Das nervt in der Nase. Was holst du jetzt? Was ist Takis. Die Takis und die Getränke. Ja. Und du weißt ja, wie die Aufteilung ist. Die Takis sind für dich, Prime ist für dich und das andere ist für sie. Ja, das für mich, das auch für mich. Du darfst nicht sagen, dass das nur für dich ist. Das ist so geheim nur für dich. Weil das ist insgeheim, ist das alles für euch. Du weißt doch, das ist unser Abendessen. Das ist das Abendessen. Du hast sogar schon für Essen gesorgt. Ja. Oh. Das sagst du. Und heute Abend können wir es, wenn wir die Sterne angucken, gucken. Dann essen wir die Sachen davon. Wir gucken heute Abend die Sterne und das essen wir dabei. Das ist ja eine tolle Idee. Was hast du denn Schönes besorgt? Einmal Takis. Oh, sogar die große Packung. Schokobons Crispy, die sind ganz selten. Oh, da hast du recht. Ein Getränk, ja. Calypso. Das ist pink, weil du magst doch pink. Das und hast einmal du dir Point. Gemerkt. Das alles. So. Guck mal dahin, was hast du noch? So, einmal den Luftballon und die Cookies. I love you. Jetzt musst du sie fragen, willst du mit mir gehen und frag nochmal, ob du gut riechst. Riech ich gut? Oh ja, du duftest, aber ganz, ganz lecker. Ganz, willst ganz du mit toll. Mir gehen? Ich würde auf jeden Fall ja sagen, wenn ich nicht schon Kevin da vorne hätte. Aber ansonsten bin ich restlos überzeugt. Aber sagst du, Konstantin ist gut vorbereitet? Absolut, okay. Das ist perfekt. Konstantin, ja. Genau das, was wir jetzt gerade geübt haben, genau das 1:1 machst du dann gleich, auch wenn du die Verabredung hast, okay? Und dann rufst du mich später an und sagst, wie es gelaufen ist, okay? Dann würde ich sagen, packen wir jetzt einmal alles zusammen. Vorbereitet bist du schon? Ja. Du hast schon dein Präsidenten-Outfit? Ja. Und dann telefonieren wir später und du sagst, wie es war, okay? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Oh, ich habe gerade mal kurz mein Handy gestartet, meine Aufnahme, weil Konstantin ruft gerade an. Der ist gerade bei seinem Date. Hallo, Konstantin? Hallo. Was geht? Wieso rufst du an? Wie läuft dein Date? Das Date läuft super, aber ich muss dir das ein anderes Mal erzählen, Kevin. Okay. Habt ihr, also ist noch ein bisschen mehr passiert? Also hat sich Date gelohnt bisher? Ja. Ja? Habt ihr euch geküsst? Ich muss jetzt ganz schnell los. Meine Freundin ruft mich, weil wir noch ins Kino gehen. Ach, ihr geht noch ins Kino? Aber kannst du meine Frage noch beantworten? Kevin, das muss ich dir später erzählen. Ich muss jetzt auflegen. Okay, Konstantin, dann sagst du liebe Grüße an deine Freundin, ja? Okay. Ciao. Tschüss. Okay, ey, Freunde, also, wenn das nicht nach einem Erfolg klang, glaubt ihr, Konstantin hat heimlich seinen ersten Kuss hier gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.